Ja, hallo Lieben, hoffe euch geht's gut und ihr habt Weihnachten so einigermaßen überstanden. Weihnachten ist ja bekanntlich die Zeit, wo sich Exen gerne wieder melden oder auch man selber in der Versuchung ist, sich wieder zu melden. Und genau, dazu haben wir heute mal eine E-Mail. Schau auch mal auf Instagram, die Story ist ja heute noch zu sehen. Da haben wir so ganz viel Nachrichten von euch, die ihr zu Weihnachten gekriegt habt von dem Ex oder der Ex. Hallo, wie geht's dir? Lange nicht mehr von dir gehört. Ich vermisse dich, du bist meine Traumfrau. Also da gibt's viele schöne Beispiele und es ist einfach eine Zeit, wo man sensibel ist, nicht gerne allein sein möchte und vielleicht der Partner natürlich auch nicht, aus welchen Gründen auch immer, wie auch immer der gestrickt ist, vielleicht auch nicht allein sein möchte und dann wird es halt gefährlich. Gut, aber wir schauen uns die E-Mail mal an von Anna Ftefka. Ihr könnt uns gerne wieder Mails senden. Ich hatte ja mal gefragt, wollt ihr das überhaupt noch? Und war überwältigend. Wirklich. Sagt ja, liest die E-Mails weiter vor. Und insofern, wie gesagt, ich kann immer nur einen Teil vorlesen. Und wenn ihr sichere Antwort haben wollt, müsst ihr das buchen. Und gut. Genau. Und Selbstliebe-Challenge geht wieder los. Hatten wir lange nicht mehr. 1. Januar, verpasst es nicht. Macht schön mit. Mega Kurs, muss man einfach mal gemacht haben. Gut, lieber Christian, ich folge dir schon seit mehreren Jahren auf YouTube. Habe auch dein Buch gekauft und einen Kurs gemacht, der echt eine große Hilfe für mich war. Gut, ich weiß es nicht, welchen. Ich hatte ja auch schon zweimal geschrieben. Muss schon Jahre her sein. Leider aber keine Antwort auf YouTube erhalten. Aber ich verstehe, dass es nicht einfach ist. Ich muss hinzusagen, dass ich in der äußeren Mongolei lebe. Okay. Könntest du bitte diesmal eine Ausnahme machen? Ja, wenn du natürlich in der Mongolei lebst, dann natürlich eine Ausnahme. Gut. Jedenfalls haben mir deine Videos, der Kurs und das Buch tatsächlich geholfen, bewusster zu werden, was in meinen Beziehungen falsch lief, warum ich falsch toxische Partner gewählt habe und mehr an mir und meinen Standards gearbeitet. Leider bin ich nun seit mittlerweile 5 Jahren Single. Rekord. Gut, weiß jetzt nicht, wie alt du bist, spielt natürlich auch nicht wirklich eine Rolle. Ich bin extrem selten mit jemand ausgegangen. Die Covid-Situation ist ja auch keine Hilfe. Online-Dating war mir irgendwann auch zu dumm und ich habe auch keinen Sex gehabt in diesen Jahren. Ja, tut mir natürlich erstmal leid. Es ist gut, nicht, dass es jetzt falsch wäre, mal allein zu sein oder auch mal längere Zeit allein zu sein. Aber dass man nach 5 Jahren jetzt mal sagt, boah, jetzt kann ich mal wieder was passieren, verstehe ich total. Das ist so das eine Thema in der E-Mail jetzt, wo man jetzt überlegen kann, hast du vielleicht Überstandards, gehst du zu wenig raus, das ist, wäre so Modul 4 und der Datingkurs für Frauen, so denke ich, was da so tangiert ist, wo man nochmal gucken könnte, machst du dich ansprechbar, gibst du Zeichen an die Männer, gibst du genug Zeichen, sind sie deutlich genug, meinetwegen probierst du auch nochmal mit Online-Dating, ich weiß es nicht, aber tatsächlich sich ansprechbarer machen, Gelegenheiten schaffen und auch zu gucken, ob man vielleicht noch so versteckte, was ganz viele haben, glaube ich, bei mir auf dem Kanal, versteckte Bindungsangst-Themen hat und deswegen eigentlich auf toxische Partner gegangen ist, die ja auch in der Regel extrem bindungsängstlich sind, halt im aktiven Modus und dann lernen, das nicht mehr zu tun und dann merken, ah, jetzt merke ich ja meine eigene früher passive Bindungsangst, die sich zum Beispiel nicht nur in Überstandards äußern kann, weiß ich nicht, gehst du auch nicht so viel drauf ein jetzt in der Mail. Teilweise befürchte ich auch, dass ich mittlerweile zu hohe Ansprüche stelle und vielleicht sogar teilweise bindungsängstlich geworden bin. Ah, jetzt schreibst du ein Alter. Mit fast 43 Jahren bin ich zwar nicht alt, aber langsam schwindet auch mein erotisches Interesse an Männern oder ist viel weniger, als es mal war. Ja gut, es kann ja weniger werden, aber Gott, soll es bis 90 Sex haben, also klar, oder noch länger. Allgemein bin ich mit mir in meinem Leben zufrieden, es könnte aber mit einem passenden Partner besser sein. Meine letzte Beziehung war tatsächlich unheimlich toxisch, hat mich furchtbar verletzt und ich musste irgendwann mal jeglichen Kontakt abbrechen. Seitdem sind, wie gesagt, 5 Jahre vorbei. Ja, das ist jetzt die Frage, ob
also sicherlich machen toxische Beziehungen einen noch bindungsängstlicher. Ich könnte mir vorstellen, ohne es natürlich jetzt keine Glaskugel zu haben, dass du auch vorher schon ein Thema hattest mit Bindungsangst. Seitdem, ja genau, diesen Menschen würde ich in meinem Leben weder als Partner noch als Freund haben wollen, da das Vertrauen von meiner Seite extrem gebrochen war und der einfach unfähig ist, mich auf Dauer glücklich zu machen, beziehungsweise nicht nach kurzer Dauer unglücklich zu machen. Ja, ich sage ja immer, jeder Mensch hat basically eine Chance in eurem Leben, ne? Und wenn er die Chance vergeigt hat, dann war's das, ne? Hätte er sich halt ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Und das ist so das Mindset, mit dem man da rangehen sollte, was ich vorschlage. So, ne? Eins von Stärke, natürlich auch im Nachhinein vielleicht Nachsicht, Verzeihen, aber das heißt nicht, dass man neue Chancen gibt, sondern sagt, ja, sorry, du hast deine Chance gehabt und jetzt sind die anderen 3.999.999.999 Männer dran, ne? Deine Chance ist leider vorbei. So, Tom, jetzt kommen wir zum Thema. Gestern habe ich höchstwahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ich habe auf einer Plattform den Ex gesehen und ihn angeschrieben. Es ist wirklich komisch, wie schnell man in ein paar Monaten vergessen kann. Wirklich komisch. Oh, ja, ich meine, sowas passiert. Das ist eine ganz schwierige Zeit zu Weihnachten. Aber jetzt frage ich dich erstmal, warum kannst du ihn auf irgendeiner Plattform sehen? Ne? Warum hast du ihn nicht überall geblockt? Deswegen kann ich euch nur raten, mein Material, ich weiß jetzt auch nicht, ob du damals einen Liebeskummerkurs gehabt hast, das weiß ich nicht. Ich kann euch nur raten, mein Material wirklich sklavisch durchzuführen. Genauso, wie ich das sage. Ihr könnt natürlich auch gerne, also nicht, dass ich jetzt sage, ich habe die einzige Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten. Ihr könnt natürlich auch bei anderen Leuten was ausprobieren, wenn ihr es wollt. Aber wenn ihr mit meinem Material arbeitet, was ja ganz viele machen, guckt auf meine Bewertung, kann ich nur sagen, dann solltet ihr das auch Buchstabe für Buchstabe umsetzen. Es sei denn, es spricht für euch irgendwas ganz Gravierendes, dass ihr sagt, boah, das fühle ich jetzt gar nicht, okay. Und da steht halt auch, alles blockieren, damit sowas nicht passiert. So, ne? Jetzt weiß ich nicht, vielleicht konntest du gar nichts dafür, vielleicht hast du aus der Mongolei den Messenger runtergeladen und zufällig war er da auch drauf, keine Ahnung. Aber ansonsten würde ich sagen, Instagram, Facebook, auf Online-Dates-Apps bist du ja nicht. Alles blocken, alles blocken, alles blocken. So, ne? Und hab ihn angeschrieben. Oh, Zumindest man kann ihm jetzt nicht die Schuld geben. Ne? Ich meine, du hast ihn angeschrieben. Ja. Nach seiner überraschten Reaktion und ein paar Worten wollte er dann noch mal eine Nummer haben. Und der zweite Fehler, wir haben telefoniert. Ja, das ist halt das Problem. Das ist, also deswegen sage ich auch, rede ich auch immer von Liebessucht, weil das die gleichen Merkmale hat wie andere Süchte. Und das heißt auch, wenn du Alkoholiker bist und du hast erstmal den ersten Schnaps getrunken, was du hier mit dem Kontakt gemacht hast, da denkst du dir halt, ist auch egal, kippen wir mal die ganze Wodka-Pulle hinterher. Two shots of vodka. Und so ist das halt. Aber ich meine, Rückfälle passieren. Ja, also ich würde da auch überlegen, wie kann ich mein Leben da noch sicherer machen, schöner machen, breiter machen, dass ich erst gar nicht solche Tage habe. Aber gut, shit happens. Was soll man sagen? Es ging halt um unser Leben in den letzten Jahren. Nee, es ist völlig uninteressant. Deine Aufgabe ist, im Nullkontakt zu bleiben. Und es gibt keinen Grund, mit dem zu reden. Also jetzt wäre jetzt wirklich, gut, hast du diesen Fehler gemacht, drauf geschissen, aber jetzt solltest du nicht noch den Fehler machen, das irgendwie schön zu reden, warum ihr jetzt reden müsst. Ihr müsst nicht reden, es gibt überhaupt keinen Grund. Ne? Du vertraust ihn nicht. Ich zitiere noch aus deiner Mail hier, kann man nicht als Freund vertrauen, kann man nicht als Partner vertrauen oder macht dich nicht glücklich oder was du ja alles gesagt hast. Und ja, warum sollt ihr denn reden? Es gibt überhaupt keinen fucking Grund. Ne? So. So. Ich habe ja zugehört, hatte mich schon während des Telefonats und danach irgendwie leer gefühlt und fühle mich immer noch so. Weil es deine Droge ist. Vielleicht wird immer wieder nicht ernst genommen, was ich sage. Ich sage das, all die Sachen, die ich sage und die ich seit in
bald 1500 Videos sage, die ich seit x Jahren sage, die haben alle einen Grund, die werden sich auch nie ändern. Also das würde ich auch in 20 Jahren auch noch sagen. Es gibt einen Grund, warum man auf null Kontakt geht, weil man mal liebessüchtig war und dann ist der Ex die Droge. Und wenn du wieder Drogen nimmst, ja, fühlst du dich wieder leer. Und das ist auch dein System zeigt dir damit, hey, das bringt's nicht, ne? Das einfach bringt's nicht. So, und fühle immer noch so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich dazu getrieben hat, diesen Schritt zu gehen und ihn anzuschreiben. Würde ich mir, also außer dass jetzt Weihnachten war, würde ich mir jetzt nicht zu viel Gedanken drüber machen, weil in SLAA sagen die immer, deswegen haben die auch immer diesen Schritt 1, Step 1, ich gebe zu, dass ich keine Kontrolle drüber habe und gebe das ab an eine höhere Macht. Mag einem jetzt gefallen, mag einem nicht gefallen, diese Steps in SLAA, aber weil, also die sagen da ganz klar, ja, manchmal hat man keine Kontrolle drüber und weil diese Suchtgeschichten sind halt, ja, nicht so da oben im Denkgehirn, die liegen so in tieferen Schichten des Gehirns. Trotzdem muss man Verantwortung, ist ja dein Gehirn, Verantwortung für übernehmen und ja, kann vielleicht passieren, vielleicht hat man es nicht immer unter Kontrolle. Da gibt es nur die eine Frage, wie komme ich möglichst schnell wieder aus, ne? Keine andere, ne? In diesem Moment, bevor ich die Nachricht abgeschickt habe, bekam ich kalt verschwitzte Hände, toxische Reaktion des Körpers. Ja, das ist die Reaktion auf, das ist ja genau, was diese toxischen Beziehungen so ausmacht, dieser Drogencocktail im Körper, Oxytocin wahrscheinlich nicht, aber Dopamin, Serotonin, Adrenalin, ganzen Stresshormone. Und du bist ja emotional noch verankert an dieser Reaktion mit ihm und das geht dann gleich wieder los. Es ist genau, wie sich das früher angefühlt hat. Und du fühlst es jetzt noch unangenehmer an, weil du natürlich bestimmte Schritte gemacht hast. Und ja, das sollte man einfach nicht haben. Also wenn man solche Gefühle hat, ist eins der Zeichen, dass die Beziehung toxisch ist. Ne? So. Ich glaube, mich hat die Angst geleitet, ihn nie wieder irgendwo anzutreffen. Sorry, dann ist es immer noch nicht durch, das Thema. Was jetzt nicht schlimm ist, also dann ist es eben so und manchmal ist es auch leichter, wenn man zwischendurch mal einen anderen Partner hatte. Aber so what? Also da hast du noch nicht genügend Härte entwickelt, dass es dir einfach verfickt scheißegal ist, ob du diese Person jemals wieder triffst. Das ist dir einfach, die hat ihre Chance gehabt. Ne? Vielleicht kann sein, natürlich, jeder kann einmal über den Weg laufen, aber also das ist auch da. Wird dir hoffentlich klar, dass du das selber nicht logisch, aber das ist diese liebessüchtige innere Stimme, du agierst nicht logisch. Ja, du sagst, du willst diesem Typen nichts mehr zu tun haben und jetzt sagst du, ich habe Angst, ihn irgendwo wieder anzutreffen. Ja, da, sorry, muss man halt wieder zurück, back to work, innere wieder Bänder trennen, wieder aus dem Kontakt rausgehen, null Kontakt abhaken, ja, wieder überlegen, wo sind da noch Ansatzpunkte, weil also das Universum ist eigentlich großartig, das bringt uns diese Ereignisse, um zu sehen, wo unsere Rüstung irgendwie noch Lücken hat und du hast dann noch eine Lücke, so, ne, dass du immer noch denkst, der wäre deine Zeit wert, so, ne. Ja, es macht natürlich keinen Sinn, da ich ja weiß, dass es der falsche Mensch ist. Er hatte nämlich auch seine Internetspuren überall gelöscht und allgemein gab es gar keinen Kontakt. Ja, dabei frage ich mich natürlich, wie ihr euch überhaupt treffen konntet, aber gut. Kannst du mir bitte einen Tipp geben, wie ich jetzt damit umgehen soll? Ja, wieder blocken, wieder von vorne blocken. Sagen, sorry, kannst du ja nochmal einmal schreiben, sorry, war ein Fehler, als ich mich gemeldet habe, tut mir nicht gut. Ich mache hier wieder einen Kanal dicht, alles blocken. Wieder, das muss jetzt auch nicht lange dauern, wieder Rote Kreuzübungen, Bänder drin, all die ganzen Sachen, die in meinem Modul 0 drin sind, Liebeskummer und ja, und wieder gucken, wo ist dann noch eine Lücke in meiner Rüstung, so, ne? Warum habe ich dann noch innere Kindthemen, gibt es da Ego-Themen, warum hänge ich da noch so hinterher, ist mein Leben noch nicht nassgeil genug, also kann jetzt keine 36-Stunden-Mail machen. Hier ist ja alles in meinen Kursen drin im Prinzip und in anderen Videos. Und ja, und wieder ist jetzt auch nicht schlimm. Da hat man halt mal einen Rückfall gehabt, mein Gott. Ne? So. Ich will nicht irgendwie das Geringste mit ihm zu tun haben, weil er mir nicht gut tut. Ja, was beantwortet ja deine Frage selber. Ne? Sollte ich vielleicht, wenn er wieder auf mich zurückkommt, direkt
aussprechen, dass es nicht klappt, Kontakt zu pflegen. Nee, ich würde den jetzt sofort wieder beenden, den Kontakt. Sofort. Keine Sekunde warten. Also musst du auch nicht böse machen, also hätte jetzt hier nichts getan. So einfach, oh, sorry, tut mir nicht gut, alles blocken, fertig. Warum glaubst du, habe ich mir diesen Menschen, der mich tief verletzt hat, zurückgeholt? Ja, das ist die Natur von Liebessuchtprozessen. Das war an sich nach, lohnt sich da gar nicht drüber nachzudenken. Also klar, man kann überlegen, warum habe ich hier noch Lücken in meiner Rüstung? Habe ich noch, was für Themen habe ich noch? Sonst wäre es ja nicht passiert. Aber da jetzt in der Tiefe drüber nachzudenken, warum und wieso, drauf geschissen. Es bringt vertane Lebenszeit. Ne? Ist, wie es ist. Hat halt einen Neuron da oben umgeklickt und ja, Gott, was soll's. Bis vor etwa 2 Jahren habe ich auf so eine Entschuldigung von ihm gehofft, aber mir ist dann bewusst geworden, dass diese Entschuldigung niemals kommen wird und dass sie auch keinen Sinn mehr macht. Ja, hat er sich jetzt entschuldigt oder nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Den Satz kann ich jetzt nicht so ganz verstehen, weil kann ich schlecht was zu sagen. Hat er sich entschuldigt, hat er sich nicht entschuldigt, aber also selbst wenn er sich jetzt ausführlich entschuldigt hätte und hat 10 Jahre Therapie gemacht und ich weiß nicht was, oder 5 Jahre oder hat Warp-Antrieb genutzt und in 5 Jahren 10 Jahre Therapie gemacht. Ich kann nur immer sagen, jeder Mensch eine Chance, ist mein Rat. Weil selbst wenn man sich gearbeitet hat, fällt man halt super schnell wieder mit jemandem, dem man schon mal eine toxische Beziehung hatte, super schnell wieder zurück in alte Muster. Und du siehst ja schon jetzt sofort, wie dein Körper darauf reagiert. Ne? Warum soll man sich das antun? Ne? Und jetzt natürlich wird mir jetzt wieder jemand schreiben, wo der ungarische Großvater und von dem der Hausmeister und von dem der Neffe da irgendwann mal hatten mal eine Beziehung, wieder zusammenkommen und so alles toll. Macht sein, aber du kannst auch ja, blind über ein Auto, mit verbundenen Augen über eine Autobahn gehen und es passiert nichts und sagen, hey, ist total geil, aber blind über eine Autobahn zu gehen, wird auch nicht immer eine gute Idee sein, vermute ich mal. Warum im Himmelswillen reagiere ich nach 4 Jahren so schwach? Es ist, wie es ist. Das Universum lässt uns immer weiter lernen und er macht jetzt. Oder was du jetzt bekommst, hättest du vielleicht sonst mit einem anderen Partner gehabt, dass du siehst, okay, da sind immer noch Sachen, die noch, wo ich noch Anziehungspunkte habe. Und diesmal kommen die Anziehungspunkte nicht von ihm, weil er hat sich ja nicht gemeldet, sondern diesmal kommen sie direkt von dir. Also du hast den Anziehungspunkt gesetzt und darauf gehandelt. So, ne? Und ja. Aber ich meine, du bist ein freier Mensch, du kannst machen, was du willst, aber das wäre mein Rat. So, ne? Ich hätte gerne deine Meinung, obwohl ich befürchte, dass die Chancen einer Antwort minimal sind. Viele Grüße aus der äußeren Mongolei. Ja, gut, diesmal, wie du siehst, treten doch manchmal auch minimale Chancen ein. Nein, Spaß. Ja, triff einfach eine Entscheidung und übernimm dann für die Verantwortung. Ich meine, du bist ein freier Mensch, bist erwachsen. Aber das Schlauste wäre wahrscheinlich das, aber wenn du meinst, du musst, weiß ich nicht, musst das noch erforschen, kann ich dir ja nicht so raten, aber am Ende des Tages musst du es wissen, ne? Dein Leben. In diesem Sinne, werden wir uns bald wiedersehen.